Dieser Berg wird schon bald auseinanderbrechen. Am Hochvogel im Allgäu weitet sich eine Felsspalte immer weiter aus. Der südliche Gipfel des 2592 Meter hohen Berges droht abzubrechen und ins Tal zu stürzen. Ein Forschungsteam dokumentiert jede Bewegung im Gestein und rechnet mit einem gewaltigen Felssturz. An der Spalte werden 260.000 Kubikmeter, die sind in verschiedenen Einheiten, entweder ganz oder zum Teil, runterfallen. Das ist unglaublich laut, das macht riesige Staubwolken und da wird natürlich auch eine unglaubliche Energie frei, wenn diese Felstrümmer dann über hunderte Meter nach unten fallen. Verantwortlich für das baldige Spektakel ist das Gestein, aus dem der Berg hauptsächlich besteht. Hauptdolomit ist von Natur aus brüchig und führt dazu, dass sich der Spalt seit 2014 um 30 cm geöffnet hat. Michael Krautblatter und seine Kollegen dokumentieren mit Abstandsmessern und Drohnen jede Veränderung. Was man bei einem Felssturz in der Größe eigentlich typischerweise sehen sollte, dass der wenige Tage vorher anfängt, sich wirklich zu beschleunigen. Jetzt zurzeit bewegt er sich so einen halben Millimeter, einen Millimeter in der Woche. Und wir würden erwarten, dass wir dann Bewegungen vielleicht bis sogar Zentimeter am Tag kriegen oder so, dass wir wirklich schnelle Bewegungen vorher haben. Der Bereich unten, wo es hinfällt auf der österreichischen Seite, ist eigentlich gesperrt. Also normal dürfte sich niemand dort aufhalten. Wichtig für uns ist auch nochmal sicherzustellen, dass wirklich alle sich an diese Wegegebote halten, weil dann sich im Bereich der Südwand aufzuhalten, ist natürlich lebensgefährlich. Mit dem Felssturz ist die Gefahr, die von dem Berg ausgeht, allerdings noch nicht vorbei. Diese Felsmassen, die fallen in zwei sehr steile Bäche hinein und blockieren dort diese Bäche. Und in diesen Bächen wird es zu Murgängen, also das, was man landläufig Schlammlawine nennt. Wir sind gerade dabei, auch das vorauszurechnen, also wenn das Volumen runterfällt in diese Bäche, wie weit kommen dann diese Muren und Schlammlawinen? Und die kommen natürlich dann, die können schon bis ins Tal kommen unter gewissen Umständen. Und wir versuchen auch auf diesen Fall vorbereitet zu sein. Also wenn es soweit ist, dass wir dann praktisch schon entsprechende Karten haben, mit denen wir zu den lokalen Behörden gehen können und sagen, die und die Bereiche im Tal könnten auch durch Murgänge jetzt getroffen werden, falls ein großer Gewitterregen jetzt kommt in den nächsten Wochen. Warum die Arbeit von dem Forschungsteam so wichtig ist, zeigt der Fall Piz-Cengaloo im Schweizer Kanton Graubünden. Vor einem Jahr kam es dort zu einem Bergsturz. Der löste eine Schlammlawine aus, die ins Tal stürzte und Häuser und Ställe unter sich begrub. 8 Wanderer wurden von der Lawine überrascht und starben. Das Ziel? Mithilfe der nun am Hochvogel erprobten Technik ein Frühwarnsystem für den europäischen Alpenraum entwickeln, sodass verheerende Folgen wie die in Graubünden in Zukunft verhindert werden können.